Herzlich willkommen zurück zur Coverage der deutschen Yu-Gi-Oh! Meisterschaft 2017, wo wir jetzt hochenergetisiert, nachdem wir uns 10 Kaffees reingeschoben haben, aufs Finale vorbereitet haben. Du hast noch, ne? Ich habe den geäxt wie ein echter Mann. Ich habe mir den reingezogen. Passt schon. Wir haben am Beginn des heutigen Tages, oder beziehungsweise so in der Mitte, Top 32 gedacht, wir gucken uns mal ein interessantes Deck an. Das war der Joel Ramershoven mit seinem Windwitch Invoked. Das hätten wir vorher auch schon mal gefeatured, aber er hat gegen jemanden gespielt, den wir vorher schon mal gefeatured hatten. Und dazu kam noch die Tatsache, dass wir am ersten Tag das gleiche Deck gefeatured hatten, in der allerersten Runde. Richtig. Genau. Deswegen hatten wir es ein bisschen nach hinten hinausgezogen, Top 32 ihn gefeatured. Dachten so, ja, das war vielleicht eine letzte Gelegenheit, um dieses coole, kreative Deck und dann zu featuren. Sehen wir, ob was trifft. Dann zeigt uns, ey, was wollt ihr Noobs von mir? Ich habe die perfekte Entscheidung getroffen für dieses Wochenende und jetzt steht er hier im Finale. Ja. Genau. Er spielt gegen den Jonas. Den haben wir eben gesehen in unserem Halbfinale. Der spielt sozusagen das Deck to Beat. Richtig. Also der spielt das Zu. Ja. Darüber können wir eigentlich nicht mehr viel erzählen, weil falls ihr diese Coverage heute irgendwann mal, was machst du hier übrigens so Moves, das Kabel geht nicht weg. Ja, falls ihr irgendwann heute mal die Coverage angeguckt habt, dann wisst ihr mittlerweile genau, wie man das Zoo-Deck spielt. Ja. Können wir so festhalten. Gibt es irgendwelche Abweichungen vom Standardbild, die wir vielleicht kurz highlighten wollen? Nein, danke. Alles klar, zurück zu Joel. Ja doch, eine kann ich schon sagen, also von den Zoo-Spielern, die wir hatten, nicht viele hatten von den Handtraps auf das vergeltende C gehofft. Das stimmt. Und gerade das vergeltende C ist perfekt gegen das Deck da. Wir hatten, also ist einfach die wir hatten heute mal einmal ein Interview, da war ein Flying C im Deck, dann habe ich gefragt, wie schaut's aus, ist noch nicht einmal gespielt den ganzen Tag. Ich gesagt, vielleicht im Finale. Ich glaube, das vergeltende C hat ihm vorher auch schon mal was gebracht. Denke schon, aber gerade gegen das Deck ist es echt eine der zweitbeste Deck dagegen. Ja. 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 Genau, also zurück zu Joel. Der hat, wie gesagt, der hat nämlich das fliegende C Main Deck und, oh Gott, der hat das fliegende C Main Deck, das eine, und ich habe nämlich gesagt, wart mal aufs Finale, und dann sagst du, boah, das fliegende C hat alles gemacht, beste Karte. Gut, ansonsten das Windwitch Invoked haben wir auch schon mal ein bisschen erklärt. Ja. Wollen wir vielleicht nochmal kurz wieder aufgraben? Im Grunde spielt das alles dasselbe, was Jenny auch gespielt hat. Ja. Plus dieser ultra geilen Kombo. Die ultra geile Combo, auf die gehen wir gleich ein. Ich würde sagen, der Headshot ist schon ein bisschen sauer mit uns, weil wir hier zur Verzögerung sorgen. Deswegen geben wir jetzt mal ein Zeichen, das wird an die Bühne weitergegeben, wie das so ist mit der modernen Kommunikation, da läuft jemand rüber. Und dann können wir das Finale starten. Ihr seht links, die beiden sitzen schon bereit. Ich deute einfach mal in die Richtung. Und dann wissen wir gleich auch, wer wo sitzt. Was ich aber sagen kann, achso. Wir hören uns das mal an. Ja. So, das erste Mal, dass der Headshot die Anzeige macht, dass das Finale freigegeben ist. Extrem super, dass das genau mit uns synchronisiert wurde. Damit können wir jetzt hier quasi loslegen. Wir sehen, Jonas sitzt nach wie vor unten, hat er eben auch im Halbfinale. Gut, ist oben für ihn natürlich. Richtig. Joel sitzt oben, mischt ein bisschen langsamer. Ja, ist er. Meinst du, er ist nervös? Ja, vielleicht denkt er nicht dran, dass im Finale es auch eine Timeout gibt. Das stimmt, das haben schon einige Leute bemängelt, auch einige vergessen. Für viele, die es nicht mehr wissen, schaut euch bitte das Finale des letzten Jahres an. Ja. Nur ein Game und wir waren im Timeout. Im Timeout. Nochmal kurz zu der Combo zu kommen. Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen, die er aus den Tops gekickt hat. Also zum Beispiel nicht letztens. Er hat ein paar Tränen verabreicht. Vorhin hat er zum Beispiel einer der Spieler. Da ist die 5 für Jonas. Und eine 2? Nee, ich wurde aus. Ich habe den vorherigen Wurf nicht gesehen. Ah, ich auch nicht. Ich glaube, Jonas mit der 5 sollte aber die Wahl haben. Bis mit Stochastik. Die 5 fängt an. Genau, welche Runde ist das? Die erste Runde im Finale. Nicht die andere Runde. Die hatten wir früher heute. So, beide ziehen auf und man sieht schon, alles geht ein bisschen langsamer. Die Nervosität schlägt jetzt natürlich vollkommen zu. Jetzt ist die Aufregung pur und so, Ratte. So geht's los. Ja, jetzt hofft er einfach, dass der Gegner keine Handschrift hat. Einmal nichts, bitte. Einfach, er wird wieder alles durchziehen. Okay, sagen, ist da oben ein Max C? Da ist ein Max C und das fällt auch sofort von der Hand in den Friedhof. Da freut sich der Spreng natürlich, der Jonas. Wieso freut er sich über das Max C? Nicht. Achso, da war Ironie am Start. Richtig. Achso, jetzt weiß ich auch, wofür du das Salz gebraucht hast, als du eben dein Essen gemacht hast. Ich wollte nur die Äpfel salzen, weil ich habe wenig Salt heute gehabt. Ja, der Humor ist ein bisschen salty, weil er nicht im Finale ist, glaube ich.
Dabei hast du auch schon einen Preis gewonnen, ey. Schon genug. Ja, Verantwortung durch die Gegend getragen. Ja, aber Max zählt natürlich super stark auf der Starthand. Logischerweise. Beide spielen übrigens 40 Karten. Da ist es natürlich ein bisschen wahrscheinlicher, dass man es auch auf die Hand bekommt. Das kann auch ein E sein, also. Ist aber eine Null. Ja, könnte auch 4 E-Karten sein, die der Jonas spielt. So, das eine Max C von Joels. Ja, schon gleich abgegeben. Also das heißt. Das Max C hat ihn schön ausgebremst. Ja. Jetzt kommt der Invoked, aber immer das Spiel geht ja auch rückwärts. Nee, anders. Ich glaube, jemand wackelt wieder ein bisschen am Käfig und damit ist gar nicht irgendein Schimpfwort gemeint, sondern damit ist gemeint, dass jemand an dem Feature-Match-Gerüst wackelt. Hat er ein vergeltenes C? Hat er ein. Nee, das wäre jetzt ja Jonas. Achso, sorry, du bist ist ja alles richtig. Ja. Ich bin beim Flying C gerade. Hat er ein vergeltenes C? Er hat es. Er hat ein vergeltenes C. So perfekt. Geht's. Also, du, wie du mir, so ich dir. Ja. Mal 4. Ja, das ist echt bitter. Aber trotzdem kommt ja ein Exit, ein Fusionsmonster, meine ich. Meinst du jetzt das fliegende C? Ja, ja. Nee, das ist ein vergeltenes C. Genau. Okay. Unten sitzt der Jonas. Der spielt ein vergeltenes C. Der spielt 3 Stück. Okay. Das ist das perfekte Auto. Genau. Guck mal, da kommt ein Erdemonster, das Vanilla mit 3000. Mehr als angreifen kann der nicht. Also im Grunde wurscht. So interessiert das nicht. So ein Vanilla mit 3000, der macht doch nichts in so einem Finale. Ja, wenn er das vergeltene C angreift, gibt es zwar 1-6 Schaden, aber der dürfte sich ein C-Monster so. Wird nicht passieren. So. Effekt von 8, zack, wird aktiviert. Er zerstört das Monster. Also Jonas hat hier die beste Ausgangslage. Wenn kein schwarzes Loch oder so kommt, ist das Spiel drin. So, Joel jetzt definitiv unter Druck, aber 4 Face Downs. Also Max C hat ihm wohl viele Karten gegeben. Das haben wir beim Quatschen nicht mitbekommen. Ja, nicht ganz. Aber welche Fallen könnte er denn setzen? Wir müssen mal auf die andere Seite des Decks gucken. Das ist doch Joel. Du guckst, Joel. Ist da bei dir. Ja, hier. Ich habe die richtige Deckliste. Ja, also. Fallen 8 Karten. Also da ist ein Barriers am Start, da ist Solemn Strike am Start. Quaking Mirror Force und Solemn Warning. Also da ist. Aber auch hier eine Zauberkarten. Book of Eclipse ganz viel. Ja, ja. Ja, okay. Das Book ist ja also einer der Hauptgründe, warum er da ist, wo er jetzt gerade ist. Er hat halt ein Auto, er kann das. Ist auch kein Wunder, dass er erst anfängt zu mischen, nachdem der Hedgehog die Runde freigegeben hat, weil das Book ist ja auch so gut im Timeout. Ja. Nein, ich will hier nichts unterstellen. Er will nicht den Timeout im Finale. Niemand will das. Und. Aber so ein richtiger Board-Vibe ist hier nicht am Start, ne? Also wir haben Raigeki, schwarzes Loch und das war's eigentlich. Na ja, gut, die Mirror Force. Ja. So. Breitbulle. Es wackelt ganz schön. Ja, Erdbeben in der Halle. Wir haben auch extra Schilder aufgehängt, die sagen, bitte nicht anlehnen, aber liest ja niemand hier. Ja. Die Karten werden ja mal einfach ausgespielt, ohne sich zu überlegen, was die Karten machen. Also keine Sorge. Oder ist es denn nervöse? Nein, es ist kein Erdbeben in Bochum gemeldet heute. Die Bärenbrüder könnten in der Nähe sein. Das könnte es sein, dass die einmal gestampft haben. Ja. Die Halle bebt, Halle tobt. So, ja, Ratte abgehangen. Und ja, was sucht er sich? Whiptail. Natürlich. Oder den 1-6er. Wenn er einen zum Discarden hat, nimmt er die Wasserklinge, damit er ein bisschen reinziehen kann ins Deck. Ja, oh, okay, er geht auf die Combo. Möchte den Sack zumachen? Nee. Nee. Die Fusion Substitute Combo heißt. Mehr Vorteil. Ja. Mehr Vorteil. Ja, also jetzt wäre es natürlich super interessant zu wissen, was Joel da unten hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass da ein Chakanin auf die linke. Oh, auf die rechte. Warum nicht auf die linke? Also ich sag mal, dass da unten eine Quaking Mirror Force liegt. Aber ich hab... Achso, er braucht das Level... Nee, er hat ja eine Ratte. Also ich hätte das Monster mit Material gelassen. Linke. Mhm. Gemacht. Hätte die Ratte aber beschoren. Hätte dann die beiden Chakanin und den Breitbullen, der wieder gekommen ist, dann für Fusion Substitute benutzt. Hast du mit Windwitch Invoked gerechnet? Ich habe gesagt, das Deck wird nicht gewinnen. Aber es ist vorhanden. Also mit die normale Version. Er hat sich einfach etwas echt. Ja, er hat noch diese OTK-Variante drin, ja.
So, das erste. Der erste feindliche Schlag schon mal aktiviert. Heißt 1500 Schaden für Joel. Das heißt, hat er nur noch 6,5 Lebenspunkte. Ich fühle mich wie. Wie? Gott. Achso, weil du alles voraussagst und es passiert dann, meinst du? So, einfach so. Ja, man könnte meinen, der Soundmann hat zugehört. Der Soundmann hat zugehört. Der Soundmann muss sich entschuldigen. Der muss sich wirklich mal entschuldigen, ja. Der hier einfach zuhört. Der lauscht uns. Lauschangriff vom Soundmann. Aber der macht er den Play halt jetzt. Also, jetzt kommt Jakanin. Und specialt. Ich glaube, wir müssen mal irgendwo in irgendeiner Ecke noch Finale hinschreiben, weil jetzt das 17. Mal die Frage kommt, ist es dann schon das Finale? Also irgendwie vielleicht ist es nicht durchgekommen. Vielleicht müssen wir auch einfach in der Moderation alle 2 Sekunden Finale sagen, damit das ankommt bei den Leuten. Oder wir machen so einen Fangesang im Hintergrund. Wir reden mal mit den Leuten, die zuschauen, und so Finale. Oh. Schnapsal. 777 Zuschauer hatten wir gerade. Ja, jetzt sind schon wieder mehr. Oh. Alles super, Jungs. So. Ja, okay. Der Gott-Modus ist wirklich aktiv heute. Tja. Wir müssen jetzt mal ernst bleiben hier, Umut. Was soll das denn? Das liegt nicht in meiner Macht. Ah, doch. Oh. Ja, die Stimmung in der Halle ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob die Community das mitbekommt. Nein, das sieht sie nicht mit. Das kriegen nur die Leute, die draußen sitzen, mit. Jetzt kommt der Reading Comprehension Test. Warte mal, hat er gerade Breitbulle auf Breitbulle gelegt? Was liegt denn da? Nee. Das ist ein anderes Artwork, sieht man noch. Weiß ich nicht, die sehen gleich aus. Nee, ist ein anderes Artwork, war ein Scherz. Und der nächste Invoked. Ja. Wo geht das? Man versucht so lange, bis einer durchkommt. So. Und welche Karte sucht er sich? Komm, das hast du heute schon 6-mal gesehen. Welche Karte sucht er sich? Wer ist gerade am Zug? Nein, nicht lesen. Ich teste dich jetzt mal. Nicht immer nur schwätzen. Nein, ich bin hier fürs Schwätzen zuständig. Welches Fremdwort haben wir dann akzeptiert, weil Beschwörung nicht ging? Summon. Dingens. Invocation. Invocation. Ich mach mich wirklich gleich ab. Ich warte ja nur drauf, dass hier der Schlusspfiff ertönt. und dass das Pizzamenü aufgerufen wird. Nein, alles gut. Haben wir ja noch Sieger. Du hast mir gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Gibt's echt Pizza? Hast du gestern mal die Pizza probiert? Dann ist das Lächeln ganz schnell wieder vorbei. Die Körpersprache hat gerade mehr ausgesagt als der Kommentar selbst, ja. So, was wird... Ja, ja. Knapp 10 Minuten gespielt und es steht immer noch 0-0. Das kann schon mal vorkommen. So, Drachzack schießt auf den Invoker. Invoker. Aber der hat ja trotzdem welche Karte gesucht? Invocation. Guter Junge. Weiß man doch. Aber er hat nicht auf den Invoker geschossen, sondern auf Alistair. Oh, er hat aber noch eine Beschwörung. Die war gesetzt. Ja, ein Fuchs. Und was nimmt er? Er nimmt... Spielt er noch ein Erdemonster? Eigentlich wollen wir noch mal die Kombos sehen, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Ja, werden wir nicht enttäuscht, wenn Joel gewinnt, ohne die Combo einmal auszupacken? Ich glaube, ohne Combo wird er nicht so einfach gewinnen. Ja, sag ich doch. Dann werden wir doch auch enttäuscht. Oh, er nimmt wieder die Ratte. Das heißt, wieder ein Erde. Das heißt, Joel spielt 2 Erdemonster. Zweimal den Erde. Das ist natürlich... Echt in Verteidigung? Das... Verstehst du nicht? Der hat doch 3000 Angriff oder so, wenn es der Erde ist. Ist derselbe, ja. Der Erde. Der hat doch 3000 Angriff. Warum holt man den Verteidigung? Hat der auch 3000? Oder vielleicht hat er mehr Verteidigung, 3300 oder so. Möchtest du seinen Namen wissen? Pulcher Trio. Weiß man noch. Nee, Pogatrio ist doch der Feuer, oder? Oder war es der... Magellanzia ist das. Entweder meine Magellan ist doch irgendwie sowas mit Erde. Der ist er ja auch. Der ist Erde, genau. Der hat 3003. Okay,
heißt, er hat mehr Verteidigung, deswegen einverstanden. Ja, dann bist du einverstanden. Ja, das heißt, er wollte ihn nicht angreifen. Warum? Oder war die, oder hatte er schon eine Battle-Phase? Nee. Im Zug dann, ist hätte, noch, dann hätte er ihn angreifen können. Im Zug ist noch nichts passiert. Gut, Chakanin holt jetzt den Breitbullen und jetzt kann er die Fusion Substitute endlich mal aktivieren. Aber jetzt muss aber was kommen, oder? Jetzt muss doch mal eine von den Verdeckten da hinten. Immer noch nichts gemacht. Nee, jetzt kommt Norden. Ich würde sagen, in Deutschland zum letzten Mal bei einem Premier Event. Mhm, mhm. Für die nächsten Jahre zumindest. Ja. Ah nee, das ist ja erst Runde 1. Gut. Achso, du meinst, ach so, diese eine, ach so, ich dachte, du meinst in dem Spiel jetzt. In dem Spiel ist jetzt das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Ja, das kann man doch unterschreiben. Nee, falls er noch eine Instant-Fusion spielt, nicht. Ich gucke kurz, spielt er eine Instant-Fusion? Spielt er. Das heißt, da können wir ihn auch nochmal sehen. Na dann. Ja, wir können uns ja langsam von ihm verabschieden, also nicht jetzt sofort, aber wir können uns darauf einstellen. Er hatte übrigens schon eine Battle-Phase, also. Okay, dann deswegen. Nur um das nochmal. Also hast du, aber gut. Morden-Effekt, Daigusta-Effekt, gekontert von Ash. Ja. Ja, wie man das so macht. Ja, aber dann zieht er jetzt wahrscheinlich eine, wenn er nicht viele Optionen hat. Einfach Fusion Substitute entfernt und Norden ins Deck, genau. Dann ziehen wir mal eine. Aber es ist auch wieder so ein bisschen so Vermögenskrieg-mäßig, beide gehen runter bei den Ressourcen. Ja, das ist wieder das Spiel wie vorhin, also ja, ein bisschen vorsichtiger, nicht zu viele Optionen. Ein Grind-Game. Ja. Wer grindet besser? Aber hat Jonas noch 20 Handkarten oder was? Nee, 3, 4 so. Naja, was? Ich glaube 5 sogar. Echt? Also, könntest du es vielleicht gleich nochmal zählen, wenn er sie nochmal in die Hand nimmt? Ich habe gerade eine noch gezogen, aber. Jonas. So. Ah. Ich versuche halt herauszubekommen. Oh, da kommt ein Tanky. Also, ein paar Optionen haben wir noch. Er hat ja noch nicht normal beschworen. Das heißt. Das ist halt so der Vorteil. Du zwingst deinen Gegner immer irgendwelche Karten zu aktivieren, um was auszukontern. Und. Dann kommt deine nächste Trumpfkarte. Dann kommt die nächste Trumpfkarte. Ja. Mal gucken, ob er wieder auf 5 Handkarten. Also, ich musste dir was wir ganz selten gesehen haben. Also, was typisch für Zodiac ist, so, also gegen Zodiac. Du nimmst ihm alle Optionen so, gehst alles durch und dann. Weil er hatte keine Barrage am Anfang, also eine Sperrfeuer, ja, sagen wir mal. Dann kommt die Sperrfeuer doch. So. Und dann, ne, du hast so -3 gemacht und er kommt dort doch wieder ins Spiel. So, hier haben wir Rasseklinge. Kommt drüber. Den Hammerkong. Da drüber den Tigris. Die equippt wieder mit. Und die möchte jetzt mit wie viel? 2,8? 2,9? Ja, 2,9 Angriff gerade. Dass die 400 Angriff werden egal. 400. Jetzt kommen die Quaking Mirror Force hier. 2,9 gerade Angriff. Ja. Da haben wir einmal abgeräumt. Wir haben noch gesagt, er hat keine Board Vibes. Außer genau. Ich schau mal kurz nochmal die Liste. Außer die Quaking Mirror Force. Aber da kommt jetzt Raigeki hinterher, um sich des gegnerischen Monsters zu entledigen. Aber jetzt liegt doch alles in Death. Jetzt muss doch hier mal die Combo ausgepackt werden. Also, die Quaking Mirror Force sagt ja, dass deine Monster auf dem Feld bleiben. Ja. Du kannst mit denen eh nichts machen. Warum macht der Raigeki für einen Monster? Wartet, der Gegner legt doch eh gleich wieder ein paar Sachen hin. Vielleicht war er ein bisschen nervös jetzt in dem Moment. Also, ich hätte es nicht gemacht. Aber das war doch wirklich hier der Mega-Dodge. Kommt er jetzt? Ist das schon die Vorbereitung für den OTK oder fehlt noch was? Ja, natürlich. Also, eigentlich also reicht das doch schon, oder? Ja, das reicht also fast. Beide Monster, aber... Nee, er braucht ein Feuermonster. Ich brauche ein Feuermonster. Er hat ein Ash. Feuermonster. Und da kommt das OTK. Pff, das ist der Move. Und yes. Ja, witzig auch, dass der Gegner die Karte extra nochmal liest, damit wir nochmal Zeit haben, um drüber zu schauen. Das ist der Move, der ihn ins Finale gebracht hat, letzten Endes. Also, ich glaube auch nicht auszukontern, wenn man... wenn das ein Permanenteffekt ist. Also das Trampeln ist, glaube ich, ein Permanenteffekt. Ja, klar. Jedes Monster anzugreifen ist auch ein Permanenteffekt. Also
Ja, das ist einfach eine Bedingung, nicht, genau, das triggert nicht, nicht irgendwie triggert, oder genau. so. Nicht also, so wie beim BLS, der sagt, wenn du eins im Kampf zerstört hast, kannst du sofort nochmal angreifen. Das ist ein Effekt, also der triggert. Also könnte man hier nicht mal sowas wie Ghost Ogre machen. Also du kannst jetzt ziemlich wenig dagegen machen, so, wenn das Monster mal aufs Feld kommt. Und es ist anscheinend aber auch Jonas noch nicht ganz klar, was das jetzt bedeutet. Es bedeutet mindestens extrem viel Schaden. Oder sogar. Ich kann dir nicht sagen, wie viel. Game. Also wenn, er nimmt halt ein Alistair wieder auf die Hand. Das sind 2-2 plus 1, das sind 3-2 Schaden, Attacke. Der zweimal angreifen kann. Ich weiß nicht, wie viel Verteidigung wir haben. Der, ja. der Gustav Emmel hat 1000. Der, können wir mal gucken, ob wir das mal rausbekommen. Ja, der andere hat 0. Oder ja. Nee, der kriegt auch was drauf. Der Emerald hat 800 hinten. Also 1000. Wird der Schaden verdoppelt oder so? Ja, sag nochmal genau Namen. Also der hatte 2-2. Hat er irgendwas abgeworfen? Nein. Gibt 1-2 Schaden. 2-3. Sie hält 200. Also verdoppelt wird nichts oder so. Nein. Okay. Aber es gibt jetzt wirklich ordentlich. Okay, dann verstehe ich. Achso, der bleibt ja in Verteidigung. Warum sollte er ihn angreifen? Hm. Jetzt für einen Angriff? Also sagen wir ganz ehrlich. Ja. Für einen Angriff. Hat sich das nicht so gelohnt, meinst du? Nee, dann hätte ich doch eher vom Gegner den. Oder hatte der Gegner nichts mehr im Friedhof? Mm. So an Monstern. Wir wissen jetzt nicht, was unter dem. Also liegt, ja, liegt noch ein bisschen was da, aber viel nicht. Hättest du lieber anders gespielt? Nee, ich dachte jetzt so, er, da kommt jetzt, wer weiß was. Achso. Weißt du, ich meine so. Wer weiß was. Im Grunde hat er nur einen Monster angegriffen. Ja, wieso hat er jetzt nur einmal angegriffen? Weil er kann doch alle. Nee, die haben ja auch, die haben ja auch Verteidigung. Ich glaube 1800 oder so hat der. Oder 1000, ja, 1800. Aber er kommt doch trotzdem. Ja, rüber. Und dann wäre der entfernt worden, aber na gut. So, das meinst du. Hm. Also er will ihn dann, glaube ich, nur zum Finale nur angreifen, so also zum letzten ja. Schlag. Zum ultimativen Finish. Also er möchte schon einen feierlichen Schlag dann. Ah. Aufgrund, übrigens, das Raigeki war wohl der richtige Move. Sagt hier der Chat, weil er anders ja. wirklich tot gewesen wäre. Okay. Dürfen alle Eidlons dann direkt angreifen? Oder trampeln? Nein, nur nee, der. Nee, aber der erste Ron hat alles aus dem Weg. Aber warum wäre er dann tot gewesen? Bei der erste Ron. Er hat hier 8000 Lebenspunkte. Der erste rennt über alles drüber und dann geht das andere Monster direkt durch. Ja, mit 3000. Ach, toll. Das hätte. Ja. Nee, das wären ja nur. Trotzdem, da lange. Hätten wir noch so 2000 gefehlt oder so. Genug, also. Vielleicht war er einfach ein bisschen scared. Er wollte lieber sicher gehen, denke ja, ich mal. Aber play it safe. Ja. Ansonsten kam hier eine Frage im Chat. Das ist Yu-Gi-Oh! Trivia. Gab es schon mal einen Spieler, der zweimal hintereinander Deutscher Meister wurde? Es gibt nicht mal einen Spieler, der zweimal Deutscher Meister wurde. Also jetzt nicht direkt hintereinander, sondern irgendwann mal zweimal Deutscher Meister. Also wir hatten einen Spieler, der dreimal in Folge Top 8 war. Dreimal, glaube ich. Ja, dreimal oder viermal. Ja, aber der es halt auch nie geschafft hat. Der es auch nie geschafft hat. Ja. Ein Spieler mit den Initialen VW, mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Okay. So. Obwohl jetzt das Ganze nicht so explosiv geendet hat, wie wir zuerst spekuliert hatten, auf Joels Seite, ist er natürlich immer noch im Game. Hat jetzt momentan das dickste Monster. Mit 2-2. Genau. Jetzt kommt der Raijin aufs Feld. Wird, ja. Invocation wieder ins Deck zurück, wieder den Alistair auf die Hand. Woher kennen wir Alistair so vom Namen her? Von der Serie. Alistair Crow oder so, irgendwie. Frag mich aber nicht genau. Es gab auch noch einen amerikanischen Spieler, der so hieß, aber ein bisschen länger her, dass der vorne mit Albans dabei war. Ja. Nee, meinte ich aber nicht. Ich dachte, ihr überlegt, ob ich Alistair irgendwo anders her noch kenne. Ich glaube nicht. Aus der Literatur. Jetzt haben wir gerade die Hand gesehen von Joel. Ich glaube nicht. Hast du also erkennen ja, ich hätte gedacht, es könnte ein Max C sein, aber hat er doch, glaube ich, schon gespielt, diesen Game, ja. Deswegen, das war es wohl dann eher nicht. Jo. Ach, denn der Chat so bis jetzt? Der Chat ist erschreckend ruhig. Der konzentriert sich auch. Man wartet auf den nächsten Fehler von wenn uns. Wenn wir Glück haben, dann explodiert der Chat wieder. Wir könnten echt die 1000 noch schaffen. Also nur 130. Ja, also nach und nach. Alistair Crowley heißt er übrigens. In der Serie, okay. Ja. Crowley, ja, okay. Crowley. So wie wenn du jemanden kraulst und dann verniedlichst, dann ist es ein Crowley. Und Crowley? Nein. So, jetzt wird hier wieder zum Rundumschlag ausgeholt.
Ich denke Angriffsbefehl und der Effekt von. Ja, das ist natürlich. Ja, okay. Er kontert den Schweifpeitsche aus. Das heißt, den Angriffsbefehl kam der Effekt. Der Raijin macht das Exceed Monster zu, damit es nicht equipped werden kann. Und Ghost Ogre zerstört Raijin. Ja, wir haben ja vorhin in den Top 4 gefragt, wer deutscher Meister wird. Da hat die Mehrheit, obwohl es 4 Möglichkeiten zur Auswahl gab, 51% haben trotzdem gesagt, dass der Joel das macht. Also, okay. Der Twitch-Chat ist. Was passiert da jetzt? Hinter ihm. Ich glaube, er hatte jetzt nichts mehr, der Jonas, um sich nochmal zu verteidigen. Aber wie viele Lebenspunkte hat er denn dann? Also wir sehen ja, vielleicht waren die nicht ganz up to date. Aber ansonsten ist die Vermutung schon richtig. Also der Joel gewinnt gerade das erste Game. Das war's. Ja. Wollen wir vielleicht, während ich mal kurz gucke, was man so boardet, kannst du mal kurz gucken, wie viel, was der Effekt nochmal von dem Feuermonster exakt war, weil vielleicht macht er mehr Schaden, als wir denken. Nein, ich hatte den hier offen. Dann lies mal, wie viel Er hat 2-3 von Haus aus, er kriegt 200 für jede Karte, die dein Gegner kontrolliert. Habe ich das genauso gesagt? Ich glaube nicht. Wie viele Karten hat er denn, der Gegner? Ich glaube, der hat noch 3 oder 4 auf der Hand. Ja, aber kontrolliert ist nicht auf der Hand, oder? Kontrolliert, ja. Nicht, lass nicht, es mal so, ja, maximal 5 Karten 1, sein. 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 oder 3. Lass mal 5 Karten, dann sind es 1000. Genau, dann sind es, wenn es 5 waren. Aber und der Älteste auf der Hand wären auch nochmal 1000. Genau. Kommt der ja auch nur auf 4-2 oder so. Ja, es hätte nicht ganz gereicht, aber ich glaube, es war jetzt wirklich so der Punkt, wo die Ressourcen nicht gereicht haben. Beziehungsweise der zweite Angriff hätte wahrscheinlich jetzt das Spiel dann doch entscheiden können. Mhm. Nicht schlecht. Jo. Also der Joel, der setzt sich ja langsam durch. Jetzt sind wir natürlich wieder zwischen den Spielen. Jetzt geht es hier wieder um Side-Deck, was das ausmachen kann. Ja. Wir haben ja vorhin gerade so beide perfektes Konter. Der eine macht. Tenki saß ja auch noch hinten und eine gesetzte Karte. Also es war noch ein bisschen was darum gelegen. Also Max C. Dann plötzlich vergeltnis C als Konter dann in dem nächsten Turn. Zumindest mal sein, dass dieses fliegende C mal was macht. Ja. Es hat sich jetzt bis zum Finale Zeit gelassen. Also ein fliegendes C zum Beispiel. Ich weiß nicht, es hat 500 Verteidigung oder irgendwie so, es hat sowas, 700 Angriff oder so, oder 5, ja, irgendwie so. Ja, wenn das im richtigen Moment kommt, ja, ist es natürlich auch Game, ne? Ja, wenn. Aber nachdem er vorhin schon gesagt hat, dass es bisher noch, es hat 700. Ja, aber wenn es ihm zum Finale zum. Das habe ich ihm auch gesagt, wenn es dir dann im Finale was bringt, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr ärgern, dass du das gespielt richtig hast. Aber jetzt war ja Game 1, das heißt, jetzt könnte er es ja schon geboardet haben. Jetzt hat er ja schon im Main. Ja, das meine ich. Aber jetzt würde er nicht mehr sagen, ja, das eine Main hat sich gelohnt. Ach so. Das meine ich. Ja, hätte er gesagt, ich hätte lieber eine andere Karte gehabt. Ich habe das nie gespielt, nicht mal im Finale. Obwohl ich es mir dafür aufgehoben habe. Gerade ob er mehr gespielt hat. Ja, aber er hat noch 2 im Side. Er hat noch 2 im Side, ja. Also, aber die werden reinkommen. Ja, die sollten mal was machen, damit die mal ihre Daseinsberechtigung hier verdienen. Ich denke, er fängt an. Ah, nee, das ist Joel, Verzeihung. Joel fängt nicht auf jeden an. Fall. Ja. Dann gucken wir mal, was könnte denn hier, wenn er anfängt, reingebordet werden? Wir haben auch nur noch 15 Minuten auf der Uhr. Meinst du, wir kriegen auf jeden Fall wieder ein Timeout mit? Oder Spielende 2-0? Ja, ich wollte gerade sagen, was heißt auf jeden Fall? Also so ein 2-0 ist schon mal möglich, das gibt es auch schon mal in so einem Finale. Ich warte eigentlich immer noch auf eine OTK-Turn hören. Achso, so wie beim Simochi-Burner. Solche OTKs? Hier war noch die Frage, hätte er nicht den Whiptail, also die Schweifpeitsche, früher benutzen müssen, um die Fire Fusion wegzubekommen? Das wäre doch sinnvoller gewesen. Ja. Eigentlich, aber er hat wahrscheinlich nicht mit dem Raichin noch gerechnet. Ja. Oh, allgemein oder anders formuliert, hatte Jonas noch richtig eine Chance, das Spiel rumzureißen, meinst du? Oder war das eigentlich durch, nachdem das Feuer. Verzeihung, also als er Feuer kam, dachte ich eigentlich, das Spiel ist vorbei. Ja, ja. War es ja nicht gleich, aber die Frage ist, hätte man da sofort schieben sollen müssen? Aber nee, gut. Nee, hätte man noch ein bisschen. Da ist jetzt mal eine Reaktion, plötzlich ist die Menge aufgewacht. Das war das Max C, das in Reaktion kam und. Sperrfeuereffekt, ne, natürlich. Das ist natürlich guter Start. Ja, schon wieder. Und das ist eine Untertreibung, wenn ich sage guter Start. Ja, also, man muss halt manchmal Karma, ne, nennen wir es mal Karma, er will wahrscheinlich nicht, also nicht negativ, also.
Joel soll wohl deutscher Meister werden. Ja, mein Gott. Der sagt auch gerade, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Soll ich das Licht abwerfen oder was? Ja, wenn sie zu mir auf die Hand kommen, dann sage ich, so geht's. Tja. Manche sagen hier schon, es wird Zeit, die Scoop-Phase einzuleiten. Ist es so schlimm, Umut? Ja, also. Ja, also. Nee, dem Gegner in Max C eine Karte geben muss er wohl, damit er wenigstens im Game bleibt. Oder er hätte jetzt den 1-6er hinlegen können, ein bisschen ziehen. Also die Rasseklinge. Ein bisschen ziehen und einfach ein paar Karten setzen. Also dem Gegner nur Ausgleich geben. Ja. Na gut, es war plus 1. Er hat ihm jetzt zwei Karten. Plus 1, genau. Zwei Karten plus, gegeben. Ja. Ja, das heißt, der Gegner startet mit 6 Karten wieder. 7. Okay, 7. Mehr. Also hat er 6 auf der Standard als zweiter genau. Spieler und eine noch mehr ist 7. Ja. Mathematically challenged hier oder was? Nee, aber Maxi ist ja auch noch eine Karte. Die ist ja abgeworfen. Ja, die hat sich jetzt zuerst ersetzen, dann noch eine mehr. Ja, genau. So ganz easy, Umut. Hat er 7. Trinken wir noch ein bisschen Kaffee. Ja, war doch alles richtig. hat doch keiner dir widersprochen. Ach so. Das sind, und dann auch noch so eine Karte dann zu haben. Ne? Slumber, perfektes Out in dem Fall gegen das Trident, den Drachzack. Und. Aber man sieht jetzt auch, ne? Joel, plötzlich geht das alles ein bisschen schneller als zuvor. Und. Chalice. Na, ich glaube, der Jonas hat keine Lust mehr. Meinst du, der deckt die Chalice zu genervt auf? Ja. Na, da muss schon ein bisschen was passieren, damit der Jonas wieder Motivation bekommt. Ja. Er sieht gerade nur Licht am Ende des Tunnels. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich glaube gerade, er läuft durch den Tunnel mit einer Sonnenbrille drauf. Also so viel Licht sieht er gerade nicht. So. Also das sieht extrem gut aus für Joel. Hat den ersten, die Eröffnung, die meistens so wichtig ist, komplett abgeblockt. Wird ja ausgewürfelt, was getroffen wird. Und was wird getroffen? Oh. Oh, das ist Bug. Oh, seine Keykarte. Game over. Ja, die Keykarte ist weg. Er muss aufgeben. Pack ein. Jetzt muss er mal gucken, wie er ohne das Bug gewinnen kann. Ja, aber man sieht es wirklich bei Jonas, ne? Der sieht gerade überhaupt nicht begeistert aus. Deswegen, jetzt kommt Flying Sea. Flying Sea, endlich. Flying Sea. Haben ja, das komm, tatsächlich gib mal gemacht. Gib ihm die Hand und sag Dankeschön. Jetzt sei doch mal nicht so negatorisch hier, Umut. Ist doch noch alles drin. Chalice. Siehst okay, du? Ist doch noch alles drin, hat er doch gesagt. Und? Finstere Bestechung. Man sieht schon was bei Jonas, ne? Der sagt schon so, komm noch was, hast du noch was, was zu... Barriere. Ja. Wie, was? Wirklich? Oh mein Gott, es kommt wirklich noch die Barriere von unten. Das ist eine Lektion im wie habe ich alle Antworten der Welt? Ja. Und wie spiele ich dann damit? Also mit einer Audience von 1000 Leuten wäre es hier, hätte sie getummelt. Ja, das stimmt wohl. Also ich weiß auch nicht, die Feature Match Area ist ja außerhalb des Raumes. Also es könnte sein, dass gerade im anderen Raum, in dem die Leute das hier schauen, die Erde bebt. Ja. Ja, dann gibt es doch mal Erdbeben in Bochum. Das letzte Mal, als wir das erlebt haben, war bei der ersten Europameisterschaft in 2006. Da war nämlich nebenan das Fußball-Weltmeisterschaftsspiel im Stadion. Und, wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Da hat die Erde wirklich gebebt. Also ich war ja da und ich erinnere mich noch. So, aber wir gucken erstmal Finale, danach können wir darüber reden. Ja, wir gucken erstmal Finale, das wäre doch auch nicht schlecht. Ja, der 3-3er räumt mal schön ab. Also Jonas hat jetzt nur noch das Flying Sea, hat er eine Handkarte? Nein. Jetzt eine. Okay. Und das war's, ja. Joel Ramershofen, tatsächlich deutscher Meister 2017. Wir müssen ihn fragen, ob es das Main Max Flying Sea war. Meinst du, er hat sie markiert, um sie unterscheiden zu können? Also hat er sich vorher noch über dieses Flying Sea beschwert und dann am Ende kommt es aber genau, wie es kommen muss. Und die Karte, die er vorher noch gesagt hat, ich hätte sie nicht unbedingt spielen müssen, sagt jetzt im Finale, doch, du musst mich spielen, hier, wegen mir, unter anderem. Bist du Deutscher Meister 2017. Was machen wir? Machen wir noch so Rekapitulation, was so passiert ist? Oder erstmal ein Interview mit dem... Ja, wir können mal eine Rekapitulation machen. Fang mal mit dem zweiten Game an. Heute. Ja, gerade jetzt im Finale, meine ich. Ja, also... Wie im ersten Game wirklich. Naja, das erste Game haben wir beide ein paar Züge gemacht. Ja, nee, aber einfach wieder die Schlüsselkarte zu haben. Also es fängt an, er fängt mit Dimension, Barrage an. Barrage an. Sperrfeuer. Max C. Dann kommt das Max C. Das ist schon mal aus. Das ist schon mal gut. Und dann würde er jetzt den Rassiklinge beschwören, aber nein, den hat er wohl auf der Hand. Also kommt der 1-2er. Und dann kam. Ja, dann kam. Hat er ihm ein Plus 1 gegeben. Genau. Plus 1 für das Max C. Hat er einen Trident hingelegt. Dann kam aber ein. Dann ist er dran, guckt seine Handkarten und spielt da Kaido Schlummer. So. Der kriegt bei sich einen 3-3er, dem Gegner einen Schwächeren. Ja, Schwächeren. Und hat ja noch selber noch die Beschwörungskarte, den Alistair. Ja.
Ja, dann wird erstmal fleißig angegriffen. Ball geklärt. Die Schlüsselmomente waren eigentlich eher, als der Handtrap, als der Gegner, ja, als der Gegner wieder ein bisschen Jonas ins Spiel kommen möchte, will wieder reinkommen. Kommt halt fliegendes C. Fliegendes. Also das war eigentlich so. Also absolut. Das, was er verflucht hat. Savage. Ja? Savage. Genau. Ja, das war hier absolut gnadenlos, wie das im Finale gelaufen ist, im zweiten Game. Das erste Game war dann schon ein deutliches Hin und Her. Es hat ja auch 25 Minuten gedauert. Mhm. Hart umkämpft. Also sie haben auch ein bisschen gediegen gespielt, so nenne ich das. Ja, ja gut. Beide nervös. Finale. Ja. Man hatte noch gedacht, vielleicht läuft es auf die OTK-Kombo hinaus. Ja, das man denkt zwar, ja so, wenn es so zahlt, dass er sammelt Kombo. Er sammelt Ressourcen, ne, genau. Ressourcen, er wartet auf so, den richtigen Moment. Aber so war es halt nicht. So also ich dachte halt, wo die bebende Spielkraft im ersten Game alles zugemacht hat. Ja. Jetzt kommt genau. Noch das Feuermonster, ja. Aber gut. Das Feuermonster hat dann aber letzten Endes trotzdem das Spiel entschieden, richtig, ja. auch wenn es nicht dieses, sofort das Spiel entschieden hat. Dieses einzelne Schaden, den es immer gedrückt hat, ja. War in der Summe. Hat dann irgendwann auch mal gereicht, richtig. Sozusagen, genau. Aber ja, allgemeinere, etwas größere Zusammenfassung ist, wir hatten gestern 958 Spieler bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr, wieder mal eine Top-Zahl, mittlerweile nicht mehr ganz so unendlich überraschend, wenn man so nimmt, weil bei Bochum ja meistens extrem viele Spieler vereint, waren nicht nur Deutsche da, wir haben auch einen Country-Breakdown, der dann eben auch sagt, wir haben ein paar Leute aus den Niederlanden rübergekommen sehen. Wie viele, weißt du es noch? Ich glaube so 30 oder so, also so eine größere Handvoll, nicht so nur 2-3. Also im Grunde so viele, wie nach Holland gefahren sind aus Deutschland. So ungefähr, ja. Ja, die haben sich gedacht, die returnen mal den Favor, im Englischen, ja, sie erwidern die Gefallen und kommen auch mal zu uns, um was einzunehmen. Hat dann vielleicht nicht ganz geklappt, aber trotzdem, danke Jungs, dass ihr da wart, ja. Weil es sind auch super nette... Super. Nein, Holland ist super. Super. Achso. Super. Ja, später waren super. Sogar Jan Kalavris und so noch da, ja, ich habe ein paar gesehen, ja. Genau, ein paar Belgier auch noch. Luxemburger waren auch viele da. Von den 958 sind dann nach 7 Runden, die wir gestern gespielt haben, normalerweise wären 256 übrig geblieben. Aber es wurden ja mehr. Genau, alle, die mit 12 Punkten oder mehr waren, das waren dann ganz grob 390. In Runde 8 waren es dann noch so 350, weil der Rest gedroppt hat oder gar nicht angetreten ist am Morgen und gesagt hat, ich habe keine Chance. Und das hat sich natürlich so weitergekartet, bis dann von uns aus, vom Turnier aus, von der Turnierorganisation aus, der Cut erfolgt ist auf die Top 64. Das war nach 10 Runden Swiss. Und dann, wir hatten immer noch ein paar Favoriten in den Top 64. Das große Duell unter den zwei Führenden in der Rangliste, da sich ja der stärkste deutsche Spieler, sag ich mal, der erfolgreichste deutsche Spieler im Verlauf dieses Jahres, direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und da haben wir ein gutes Battle. Da haben wir Alpay Engin und Joshua Schmidt in umgekehrter Reihenfolge. Also Joshua ist aktuell 15 Punkte vorne gewesen vor dem Turnier. Jetzt nach dem Turnier, er ist Top 16 raus, Alpay ist Top 8 raus. Nach dem Turnier sind die noch ein bisschen näher zusammengerutscht. Wie viele Punkte ist. Ich kenne den Schlüssel leider nicht. Ja. Das heißt, das Rennen... Aber mehr als 4 Punkte werden es schon werden. Also ja, aber genau. Also es reicht halt nicht, um komplett aufzuholen, aber Alpay kommt näher ran. Das heißt, das Rennen um den deutschen Spot bei der Weltmeisterschaft, also den garantierten deutschen Spot. Wir gehen ja alle davon aus, dass auch das Finale auf der Europameisterschaft zwei Deutsche bestreiten werden, die dann auch noch zur Weltmeisterschaft fliegen, ist ja logisch. Aber der garantierte deutsche Spot, das Rennen wird erst auf der Europameisterschaft entschieden werden, war quasi eine der Stories, als wir in die Top 64 reingegangen sind. Wir haben dann noch ein paar andere krasse Decks gesehen, letzten Endes Paleo war noch dabei. Also an Decks war, okay, wir hätten auch gerne mehr Nicht-Zeus und Two-Dracos. Aber das ist in dem Meta einfach erstmal nicht machbar. Es ist auch sehr spät im Meta. Also wenn die Bands... In zwei Wochen ist schon eine andere... Genau. Aber in zwei Wochen werden wir mehr True Draco dann sehen und genauso viel Zoo noch. Ob wir mehr andere Decks sehen, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen, ja. Okay, Jungs. Ja. Letzten Endes ist es jetzt auf dieses traumhafte Finale hinausgelaufen mit dem Windwitched Invoked Deck. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber... Wer hätte auch am Anfang des Turniers letztes Jahr mit Magic Spectre gerechnet? Die deutsche Meisterschaft scheint immer für eine Überraschung gut zu sein. Also auf jeden Fall, Gratulation, wir holen uns den gleich auch nochmal rein, den Joel, machen nochmal ein Interview. Das wird dann von unserer Seite aus das letzte des Tages, würde ich mal sagen. Ja, dann das heißt, wir verabschieden uns. Ja, noch nicht ganz. Zusammen? Okay, dann zusammen, wir verabschieden uns nochmal zusammen. Genau. Wir machen dann nicht nochmal den Rap, aber ich glaube, wir haben jetzt genug gerappt sozusagen. Denke ich. Genau. Aus dem Grund, Umut, wie immer, es war mir eine Freude. Es war mir auch eine Ehre. Ich danke dir. Ja. Und, Wie heißt du nochmal? Nein. Wir sehen dich ja dann auch auf der Europameisterschaft spielen. Ja, also in zwei Wochen. Drei Wochen? Nee, in zwei. Ich dachte in drei. Ich glaube in zwei. Ich bin mir nicht sicher. In zwei oder drei Wochen? Ja.
Ist ja ein neues Meta, deswegen mal gucken. Also ich hätte gern dieses Format gespielt, aber ich wollte auch gerne hier kommentieren. Ich drücke dir dann jedenfalls die Daumen. Ist ja logisch. Oh, dann läuft sie dann nicht. Damit du auch wieder mal was erreichst. Du beschwerst dich mal, wenn ich dir nicht die Daumen drücke. Nee, du sollst, wenn du mich als Favorit siehst, dann funktioniert das. Ja, das mache ich doch. War das denn? Jedes Mal, wenn du gesagt hast, Umut ist heute mein Favorit, dann hat es funktioniert. Ach so. Umut ist mein Favorit, ihr habt es jetzt alle gehört. Nee. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, vielleicht sogar die Leute, die Deutsch nicht verstanden haben, fanden es einigermaßen unterhaltsam. Das wäre natürlich cool. Ich denke. Achso, du guckst nochmal. Kann ja sein, so alle Enraged aus den USA. Alle Enraged, ey, was ist denn das? Ich verstehe mir noch nichts, ey, sehr fürchterlich. Ja. Jetzt sagen schon einige Leute, sie möchten gegen dich spielen in Utrecht. Also siehst du, da ist der Fangtor am Start. Fragen, Fragen. So, damit, wie gesagt, wir sind gleich nochmal kurz da mit dem Joel. Aber für den Moment sagen wir erstmal ciao, ciao von der deutschen Meisterschaft 2017. Fusion, nein? Ja, hätte